Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu The Sims 2, meine lieben Wölfe. Ja, ich entschuldige mich übelst dafür, dass jetzt schon länger nichts kam. Oh, ruckel, 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 wer hätte es gedacht? Und wir haben ja in der letzten Folge leider erleben müssen, wie einfach unser Herd angebrannt war, beziehungsweise schon in Flammen stand und so weiter und so fort. Ja, warum die Unregelmäßigkeit auf meinem Kanal jetzt in letzter Zeit einfach stattfindet, ist, dass ich einfach beruflich und schultechnisch und auch privat sehr viel zu tun habe. Und das war mir dann ein bisschen alles viel zu viel und ja, ich möchte halt auch Spaß dabei haben, während ich auch Let's Playe, und das ist für mich natürlich wichtig und auch wichtig für euch, weil sonst ist das ja eine Katastrophe. Ja, und ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken dafür, dass ihr wirklich da eingeschaltet hattet bei meinem Livestream mit dem lieben Sarge. Die das vielleicht nicht wissen, das war bei OXO TV. Alles ist halt eben schon unten beschrieben bei den, also bei dem vorherigen Video. Oh, Kate hat die Grippe. Stimmt, da war ja was. Und ja, und da habe ich auch den Link dazu. Und ihr werdet das nochmal hier auch unten in der Infobox finden. Ja, und ich danke, und ich denke mal, wir werden uns jetzt erstmal auf das Spiel konzentrieren, denn wir sind jetzt auf jeden Fall ein Überflieger geworden. Beide haben schon eine 1 Plus kassiert. Ich versuche jetzt am Wochenende tatsächlich dann den lieben Herr Direktor einzuladen und eventuell ja, die in die Privatschule zu schicken. Das wäre auf jeden Fall für uns alle super. Und ich denke auch, wenn mich auch nichts irrt, dass tatsächlich, wenn die es geschafft haben, in die Privatschule zu gehen, dass sie auch ein Stipendium bekommen. Das wäre natürlich richtig cool. Dann hätten wir da eventuell gar keine Geldprobleme. Denn ich spare ja, wie ihr schon wisst, ja halt eben auf ein Häuschen. So, und der Clemens lässt sich es richtig gut gehen in der Badewanne. Oder stinkt der da. Und er hat schon wieder Lust auf den Urlaub. Nee, jetzt noch nicht. So, ja, die liebe Eleanor ist total fix und foxy, wie ihr schon sehen könnt, haut sich da einfach hin. Und, ja, ich glaube, die Kinder lasse ich mal im Schlafzimmer pennen und, ja, und den Rest werden wir mal sehen, was wir dann halt eventuell machen könnten. So, wo ich mich jetzt einfach nur frage ist, wo sind denn eigentlich unsere Hausaufgaben? Wo sind unsere Hausaufgaben hin? Liebe, liebe Kinder, wo habt ihr die Hausaufgaben? Okay, 1 und 2, okay, alles gut. Alles da. Und die Eltern werden erstmal dahin, also in der anderen Seite, also beziehungsweise hier im Zimmer pennen, warum auch nicht. Kate ist sowieso krank, deswegen, das passt ja schon. So, dann kannst du auch direkt nach deinem Koten auch das Ganze hier putzen. Den Müll eventuell auch noch wegbringen und dann mal gucken. Wir brauchen noch einen Freund für eine Beförderung. Okay, da müssten wir echt mal ein bisschen da rumtelefonieren und mal gucken. So, Toilette, Notduft, erfolgreich gesäubert. Super. Hast du fein gemacht, dass du jetzt in den späten Jahren noch gelernt hast, die Toi-Tois zu putzen. So, wie sieht es denn eigentlich mit dir aus, Noah? So, gehst du mal bitte auch auf die Toi-Toi und eventuell dann halt eben schlafen. Oder magst du nicht neben deiner Schwester schlafen? Oder ist das zu paradox, ha? Huh? Wo bist denn du eigentlich, Kind? Kind? Wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn hin? Oh mein Gott, nicht, dass es jetzt irgendwie ein Bug ist. Oh nee. Ich finde meinen Sohn nicht. Ist er eventuell draußen? Leute, ich sehe meinen Sohn nicht. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ach du Scheiße. Okay. Aber warum sehe ich ihn nicht? Ich glaube tatsächlich, er ist einfach... Oh. Gott, Kind, erschreckst du mich so. Ja, was ist denn? Komm doch nach Hause, bitte. Mein Gott, was machst denn du hier für Faxen, Junge? Mann, hat er mich jetzt so erschrocken. Ey, ich dachte, mein Sohn wäre einfach verschwunden. Das wäre natürlich nicht so optimal. Aber des Weiteren hoffe ich auf jeden Fall,
dass es den Kindern bald gut geht. Ich werde mal gucken, dass ich es vielleicht eventuell auf Sonntag verschiebe, dass die beiden noch so gut wie möglich an den ganzen Bedürfnissen wieder hochgepegelt werden, weil sonst ist es halt ein bisschen doof. Was mögst du lernen? So, Fähigkeit Charisma. Okay, das können wir auf jeden Fall machen. Fangspielen. Und einen Sauberkeitspunkt auch noch dazu. Was mit dir? Sauberkeit und einen Körperfähigkeitspunkt erhalten. Okay, verstehe. Gut. Warum auch nicht? So, dann werden wir das Ganze mal beschleunigen. Och nein, oder? Also, es fängt ja immer gut an bei mir. Also, kaum fange ich irgendwie ein Let's Play an, geht es schon ratzfatz damit zu, dass, wie soll ich sagen? Abschließen, zuschließen, nur Haushalt zulassen, für alle Sims verschließen, keinen Grundstückbesucher zulassen, okay. Ach, es wird sowieso zu spät sein, denn der wird tatsächlich da zu uns kommen, denn er hat wahrscheinlich hier die ganzen Sachen von draußen gesehen, hat uns wahrscheinlich gestalkt und sich gedacht, hey, da muss ich mal hin, mitten in der Nacht, um was zu klauen, in einer ärmlichen Familie. So, das war's halt eben mit Ausruhen und so weiter. Ja, so passiert das halt nun mal. Wäre halt toll, wenn sich jeder halt irgendwie ein, eine Alarmanlage leisten könnte, dann wäre auf jeden Fall die Kriminalitätsrate eben nicht so hoch. So, wo ist denn die Polizei? Es hat einfach mein Fernseher geklaut. Super, sehr toll. Eleanor schätze ich im Nichts. Sie geht erstmal fett Pipi machen. Naja, sie muss das halt. So. Kannst du auch mal direkt auf die Toilette gehen? Ja, ich weiß, das drückt auf jeden Fall auf die Blase. So, ich hoffe, der Bulle gewinnt. Dann haben wir auf jeden Fall noch unseren Fernseher zurück. Und ansonsten sieht es sehr mager für uns aus. Aber so ist es nun mal. Sowas passiert. Aber warum alles bei mir? Ach, ich würde mich freuen, wenn er etwas Ruhe einkehren würde. Denn es ist echt... Ah, ist immer irgendein Action da. So, ich denke, wir haben tatsächlich gewonnen. Und er wurde verhaftet. Sehr schön. Ja, du kannst tatsächlich mal Cosmo waschen, meine ich. Und du, gehst einfach weiter schlafen, bitte. Und du ebenso. Dann haben wir das auch erledigt. So. Mann, die Alarmanlage soll endlich mal aufhören. Clemens hat nichts Besseres zu tun, als einfach gemütlich Zeitung zu lesen. Das ist ja mal wieder wunderbar. Auf diesen Mann ist echt kein Verlass. Der ist echt ein... Honk, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ihm ist einfach alles scheißegal. Was heißt denn da verhungern lassen? Ja gut, wenn du schon sowieso nicht schlafen kannst, dann kannst du direkt mal hier... Okay, 720 Simulons haben wir halt bekommen. An Versicherung, das ist schon mal super. Denn, ach, wie soll es denn anders sein? Ich weiß ja nicht, wie viel jetzt wir an Geld ausgeben müssen wegen den Kack. 1800! Der hat uns einen 1800-Fernseher geklaut und wir kriegen nur 720 zurück? Sind die bescheuert? Ganz ehrlich, finde ich total unfair. Nee, dann kaufe ich ja lieber sowas gleich direkt. Wobei will ich ja gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich will ja sparen. Deswegen reicht so ein 800-Glotz-Dingsbums da. Ganz billig. So ein typischer Röhrenfernseher, warum auch nicht? So. Während die Kinder da irgendwie verhungern und ja, trotzdem glücklich sind, warum auch nicht, könnten wir auf jeden Fall dann gucken, dass auf jeden Fall die Kinder dann so schnell wie möglich geskillt werden. Und eigentlich ist ja Kay total krank und schon wieder so depressiv. Ich glaube, diese Familie entwickelt sich sowieso in irgendetwas Schlimmem. Und ich finde das irgendwie total lustig, muss ich ehrlich sagen. Oh Mann. Ach ja, zu den ganzen anderen Let's Plays. Das wird auf jeden Fall auch kommen. Nur kann ich nicht sagen, wie, wo, was, wann. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und wie gesagt, aber ich glaube, morgen sollten schon sogar zwei Sachen rauskommen, wenn ich es eventuell schaffe. Ich habe zurzeit auch total Internetprobleme und so. Und das Ganze ist mir schon eine Überlegung wert, tatsächlich meine Internetleitung zu ändern. Beziehungsweise auch den Anbieter. Denn ich habe echt keinen Bock mehr, da irgendwie 100 Stunden zu warten wegen ein Video und dann meint sich einfach irgendwie so das Internet, jo, geht eh nichts mehr, schaltest du mal das Internet ab, warum auch nicht, ne?
Und dann haben wir den Salat so gesehen. Und ja, und dann kann ich auch tatsächlich nichts machen. Und das Ganze muss ich dann wieder neu hochladen und so weiter und so fort. Und ach, das reizt dann schon wirklich auf die Nerven. Oh mein Gott, Eleanor! Würde, geh doch mal was essen. Futter doch ein bisschen. Danach kannst du Pipi machen gehen. Kannst du halt eben, ja, duschen gehen. Machst du halt ein Bad. Ja, ich weiß, du bist jetzt nicht so begeistert von diesem neuen Fernseher. Ach, Kinder, was ist mit euch los? Echt, ey. Geht mal bitte fressen. Geh mal essen, du. Und du ebenso. Okay, alles klar. Was ist denn los, Cosmo? Ja, Leute, wir haben einfach jetzt nicht so viel Verdienst. Was wollt ihr eigentlich alle? So, kannst du auch direkt aufräumen, du. Kannst du nicht einfach hier alles stehen lassen? Was glaubst denn du, wer du bist? Was soll das? Das hast du jetzt nicht gemacht. Bitte sei nett zu Cosmo. Gott, sei doch nicht so... Oh, nee, die beiden sind echt total... Ich weiß nicht, total neben der Spur. Ich glaube, die haben die Gene tatsächlich mehr von Clemens geerbt als von Kate. Was natürlich nicht so optimal ist, ne? Ja, ist sehr gut. So, jetzt gehst du mal... Nimmst den Sprudelbad. Und alles ist gut. Jetzt hör mal auf, geh da raus, Kate. Lass mal gut sein. Und ja, lass mal deine Tochter auf die Toilette gehen. Stinkt ja auch schon übelst. Und ja. So. Wo ist denn der liebe Cosmo schon wieder hin? Ja, wie gesagt, es ist halt nicht einfach, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und so. Aber was will man denn halt machen, ne? Man versucht halt natürlich sein Bestes. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mit den Kindern dann zusammen Fernseh gucken. So, Kinder, Familienspaß, kannst du direkt machen. Ja, jammer doch nicht rum, bitte. So, Reste weglegen. Also, die sind auf jeden Fall fast voll mit dem Essen, beziehungsweise mit dem Hunger. Das ist auf jeden Fall gut. Und so soll es auch sein. So, und dann können wir uns alle auf die Couch legen, faul sein und, ja, einen Familienabend quasi morgens machen vorm Fernseher. So, und das sollte eigentlich dann noch reichen. So, kannst du direkt mitmachen, liebe Kate. Danach folgt auf jeden Fall die Schwester Eleanor. Und, jo... Wobei, ich weiß ja nicht, du kannst auch mit den Klötzchen spielen. Spiel mal mit den Klötzchen, das ist doch viel besser. Und die Mama kann irgendwie Fernseh gucken oder so. So, kannst du ein bisschen mit Klötzchen spielen und so weiter. Dann skillst du auf jeden Fall noch dazu. Und das ist auf jeden Fall super. Ja, ob sich dann überhaupt so geldtechnisch dann bald ein Haus ausgeht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, gehst du mal bitte... In deinem Bett, Clemens, das war nur eine Ausnahme. Und ich weiß, jetzt kannst du nicht aufs Klo gehen, während deine Tochter sich hier wischt. Na gut, sie soll auf jeden Fall mal zeichnen und da rausgehen und dann kannst du da auch mal baden gehen, ha? Ich glaube, das ist auf jeden Fall für dich optimal. Jetzt, wo du sowieso krank bist, kannst du es auch machen. So, Sprudelbad nehmen. So, und du gehst bitte... Ja, geh doch zeichnen, verdammte Scheiße. Gott, das hasse ich irgendwie, dass sie irgendwie, ich weiß nicht. Oh, da die Probleme haben, sich davor zu bewegen. Das ist total nicht so optimal. So, und das Ganze nochmal anklicken. Ach nö, komm. Da kannst du doch dich hinsetzen. Ja, bitte. So, ist auch alles gut. So, dein Bruder spielt mit Klötzchen und du zeichnest. So soll es ja auch sein. So, und was machst denn du? Du pennst auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes brauchen. Oh mein Gott, wir brauchen insgesamt 3 Freunde. Oh, da habe ich echt nicht... Oh, die muss auf jeden Fall... Handragend Notfall, okay. Sie konnte sich jetzt nicht so richtig entspannen. Hey, was machst denn du jetzt? Okay, spielt wohl mit dem Hund. Ja, warum auch nicht? Da tobt mal ein bisschen herum. Obwohl, die spielen ja schon toben. Dann können sie Stöckchen holen, spielen. Na komm. Ach, jammer doch nicht rum, Eleanor. Ich hab dir doch...
Ja, bitte regt euch nicht auf. Dass es geschehen ist, ist nun mal geschehen. Da kann man auch nichts ändern. So, guckst du mal bitte mit der Mama einfach Fernseh. Und dann sollte auch alles gut sein. So, wie sieht's mit dir aus? Ja, auf jeden Fall. So, das Ganze können wir auch ein bisschen nach vorne spulen. So, wie geschickt, nur mit den Klötzchen auf dem Spieltisch gespielt und erhält einen Mechanikpunkt. Juhu. So, dann gehen wir dann pennen. Total der Rhythmus am Arsch und ich hoffe ernsthaft, dass das Ganze irgendwie dann auch geht. Oh, und unerwarteter Besuch einfach so. Och, nö. Ich glaube... Ach Gott, wir haben hier die totale Gesellschaft. Kann das sein? Das ist total krass. Okay, Kate ist wieder gesund. Das ist auf jeden Fall super. Sie pennt aber auch. Aber der liebe Papa kann dann auch bald aufstehen und eventuell dann halt auch noch Frühstück machen. Wie wäre es mit Pfannkuchen? Das geht auch immer. Wobei, du kannst auch schon eigentlich Hawaii-Toast machen. Das ist auch jetzt eigentlich scheißegal. Bitte brenn nur nichts an, das wäre auf jeden Fall supi-dupi, dass er nichts anbrennt. Und wie sieht's mit dir aus? Da geht doch gar nichts drauf, wa? So, umschalten auf Kids-Kanal. So, das sollte auf jeden Fall jetzt helfen. Und die Leute kommen hier rein und gehen, wann sie wollen, wie sie lustig sind. Finde ich echt nicht so toll. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir schon wirklich unsere eigenen vier Wände haben. Denn ja, es wird ja schon langsam Zeit, ne, liebe Leute. Und ich weiß nicht, ich muss erstmal dann gucken. Die haben jetzt auf jeden Fall dann ihr Wochenende noch vor sich und danach natürlich die Arbeit. Und dann gucken wir mal, vielleicht schaffen wir halt eventuell halt noch irgendwie eine Beförderung reinzubekommen. Ich werde mal gucken, dass ich auch mit Clemens ganz fleißig irgendwie noch welche Romane schreiben könnte, die ich eventuell halt auch verkaufen könnte. Oh, der hat Angst, dass die Kate stirbt. Wie süß. Wird's auf jeden Fall nicht. So, sie hat nur Angst, sich zu übergeben, um Ohnmacht zu fallen und dass sie betrogen wird. Naja, das ist ja sowieso so eine Angst, die ja viele Partnerschaften mit sich tragen. Heutzutage ist das ja sowieso so ein Streitthema schlechthin. Und Vertrauen ist sowieso so ein Kapitel für sich. Und ja, dann würden wir mal sagen, bevor wir hier ganz schnulzig werden, machen wir jetzt hier mal einen Roman. Na komm, kannst du ja Romane schreiben. Vielleicht können wir da, wie gesagt, da auch einen Nebenverdienst anfangen. So, wie sieht's denn aus? Fängt dann auf jeden Fall dann an und das ist gut. So. Hör mal auf zu pennen. Geh nochmal auf Klo. Ist ein Stückchen. Noah sollte auch aufstehen und ein Stückchen essen. Und danach kannst du eigentlich wieder pennen ein bisschen. Und danach kümmern wir uns um deine Hygiene und dann machst du bitte auch die Hausaufgaben so. Und du, meine Kleine, das kannst du jetzt auch mal direkt aufhören, weil... Ist schon übertriebener Intus, ne? Vom Fernseher zu hocken, ne? Kleine, das geht so nicht. So, und deswegen denke ich, da du ja viel fitter bist als dein Bruder, kannst du auch direkt auch deine Hausaufgaben machen. So. Ich weiß, du bist auf jeden Fall nicht so glücklich drüber und hast jetzt auf jeden Fall die totale Wut gegen diese Person, gegenüber dieser Person. Ich will nur mal wissen, wer das ist. So, Norbert Jalowitz. Ja, sieht eh so wie so ein Krimineller aus. Seine Fresse ist sofort total verzogen. Ah, was wollt ihr? Ich bin ein Krimineller. Total dumm. Ach man. Ja. Und ansonsten müsste ich mal gucken, wie ich das dann halt eben hinbekomme, das mit dem Direktor. Denn da sollten wir auf jeden Fall was Leckeres zubereiten. Das weiß ich, dass das Essen auch wichtig ist. Und ja, vielleicht schaffen wir das tatsächlich irgendwie einen Termin am Abend zu machen. Kriegen wir vielleicht das auch noch in dieser Folge gebacken. Dann müssen wir auf jeden Fall hier hardcore putzen und so. Aber bevor ich da ihm anrufe, werde ich erstmal hardcore putzen und dann werde ich anrufen. Da habe ich erstmal schon eine Aufgabe erledigt und dann mal gucken, ja, wie die Zeit das halt eben so erlaubt. So, Kontakt ist auf jeden Fall unter Familie super wichtig.
Und es gefällt mir gerade total gut. Und sie scheint irgendwie sich sowieso einzunisten. Scheint ihr auf jeden Fall zu gefallen. So, Noah geht auf jeden Fall fett weiter pennen. Und die liebe Eleanor geht auch pennen. Och nö, komm Kind, bitte. Mach mal die Hausaufgaben, dann hast du mal hinter dir das Ganze und dann kannst du von mir aus pennen. Und die liebe Mama macht ja schon fleißig schon alles sauber, das gehört sich so. Dann kannst du einmal hier die Reste weglegen, dann nochmal die Reste weglegen, säubern. So. Hier geht's schon ab, ey. So, nee, ich bin hier da nicht interessiert, hab da keinen Bock zu. Och Gott, Clemens geht ja auch noch bald arbeiten, das ist ja blöd. Naja, gut, okay. Es ist halt so, wie es ist und wir müssen das besser draus machen. So, sonst scheint ja alles wie gewohnt zu sein. Hier kann ja auch nichts putzen. Dann könnte ich eventuell noch hier die Betten machen. Ich finde das Schlafzimmer eigentlich ganz süß gemacht. Also ich würde das auf jeden Fall beibehalten, im neuen Haus sowas Ähnliches zu machen. Vielleicht mit mehr Farbe, dass es jetzt nicht so grau ist. Und ansonsten, ja. Wer ist denn das jetzt hier? Ich habe doch nichts bestellt. Wahrscheinlich der Nachbar oder sowas. Na gut, Pizza. So wie es halt eben nun ist. So, dann machst du hier bitte alles aus. Und dann ziehst du dich eventuell um. Badam, badam, bam, 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 bam. Raum sortieren. Kannst du mal aufbrezeln. Baby machen mit Clemens. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Outfit umziehen. Alltagskleidung, so. Dann haben wir das Ganze auch hier. So, kannst du mal verschwinden. So, tschüssi Clemens. Viel Spaß, mein lieber Schatz. Und was ist mit dir? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Wahrscheinlich nicht. Ja. So, aus jetzt. Hausaufgaben wird gemacht. Aufstehen. Mein Gott. So, Direktor einladen. Kann man direkt machen. Super. Freut mich schon. Aber ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder mal heißt, die Sims 2.